Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ich war tatsächlich gestern Abend auch nicht online. Leute, ich habe im Moment Bereitschaft. Ich weiß, ich hätte auch mal was schreiben können. Wohl wahr, aber Asche über mein Haupt. Ich gelobe immer Besserung. Aber wir, ihr seht das schon, wir wollen heute mal den neuen Super Lucky testen. Ich habe jetzt auch mal mit dem Thorsten hier, beziehungsweise mit dem Avatar, mir die Supertruppe freigeschaltet. Die hatte ich ja jetzt auf dem anderen 13er, habe ich ja die Super Valkyrie im Moment in Ausbildung und hier soll es der Super Lakai sein. Den teste ich heute mal so ein bisschen in der Offense, ein bisschen in der Defense, mal sehen, was der so kann. Ich habe ihn noch nicht auf maximalen Level hier mit dem Avatar, was aber nicht so schlimm ist. Er nimmt 12 Wohnraum ein, also nur für die, die dann auch wissen wollen, wie viel passt denn in so eine CB rein, also in eine Clanburg. Bei Rathaus 9, 10, 11, 12, 13 und er hat oder ist 16 Geschwindigkeit und macht natürlich massiven Schaden, denn die ersten 5 Attacken gehen wie im Nachtdorf aus einer Range raus und das will ich mir mal angucken, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Aber Leute, Spätzle mit Soße goes Fame. Habe ich gestern Abend noch so getippelt. Ihr seht hier rechts oben, DCM Qualifier war ja am Wochenende. Und dort haben wir ja heftig gestreamt, zumindest über Freitag und Samstag, um auch dann quasi die ersten Qualifier auch zu ermitteln. Und wenn man hier reingeht, dann sieht man erstmal Ruhm und Ehre DC Meisterschaftstitel. Also das goldene Ticket geht oder... das Finale wird ausgespielt 11. bis 13. Dezember. Vorher sind aber noch 3 Qualifier. Und der nächste ist jetzt Ende Oktober. Da könnt ihr euch noch für anmelden. Also rauf auf den Discord-Server und meldet euch dort gerne an. Die ersten 8 Dezember-Finalisten stehen fest. Elite Smoker, Zero Hive, Clash Potato Noobs, der Stamm, Zepto, Spätzle mit Soße, 187 und Bintang Timur. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und viel Glück allen Teams, die sich dazu entschließen, da jetzt auch dran teilzunehmen. Also macht das ruhig, Leute. Das ist echt eine super spannende und lustige Geschichte und alles sehr, sehr entspannt. Aber wir wollen heute noch ein bisschen angreifen. Ja, das zu den News und ich habe schon so ein bisschen weiter gespickert. Es gab natürlich gestern so ein paar Sachen, die haben wir überhaupt nicht getestet. Das war unter anderem die Geschichte hier mit der Supercell-ID. Das geht noch nicht, Leute. Das wird jetzt erst in den nördlichen Regionen getestet. Und wenn das da gut ankommt und funktioniert, ihr habt ja gestern gemerkt, dass auch mal einiges bei Clash of Clans nicht funktioniert oder bei Supercell durch die vielen Wartungen oder die Verlängerung der Wartung und später nochmal mit einer Wartung. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt hier rein ins Spiel. Und wer übrigens genau wissen will, was sich noch alles so im Update getan hat, der muss einfach mal in das englischsprachige Supercell-Forum reingehen, denn dort gibt es die ganzen Patch-Notes und dort steht auch viel, viel mehr, als das wir eigentlich wissen. Könnt ihr euch mal durchlesen, sind teilweise nur so Kleinigkeiten, die vielleicht nie jemand aufgefallen sind oder sie sind aufgefallen, aber niemand hat davon Kenntnis genommen oder hat gedacht, naja, das ist halt mal so. Ich habe jetzt übrigens auch schon dieses Spooky hier. Finde ich sehr, sehr gut, das verlassene Grab, muss ich sagen. Auch der Sound gefällt mir sehr, sehr gut. Wobei ich so diese Halloween-Stimmung sowieso mag hier bei Clash of Clans. Dass sich alles so ein bisschen spooky anhört, das mag ich eigentlich ganz gerne. Das, was wir aber noch checken, ich habe eben mit einem Rathaus 11 angegriffen, also mit dem Donnerbengel. Und wenn wir den mal besuchen, dann müssen jetzt eigentlich alle Helden liegen. Ihr seht das, die recken gerade durch und der Donnerbengel, der fordert jetzt aber einfach mal raus, der challenged mich und auf sein Heimatdorf, ich gehe mal auf los und dann kann ich ihn angreifen und eigentlich sollen die Helden ja immer in der Defensive da sein, ne? Mal gucken, ob das so ist, mal sehen, ob das so ist und wir greifen ihn an. Ich habe mir die Armee hier, das ist meine Freundschafts-Clan-Kriegsarmee, also greifen wir mal an und wir sehen, jo, tatsächlich, die Helden sind in der Defensive da. Also auch das galt es ja ein bisschen mal zu überprüfen. Nicht, dass sie jetzt trotzdem noch pennen. Aber was ich natürlich auch testen wollte, der Donnerbengel hat die Superlakaien in der Clanburg. Und ich habe ja gestern schon ein kurzes Video gesehen. Heftig, Leute, kann ich euch sagen. Heftig. Ich mache mal nichts. Ich nehme mal keinen Zauber und auch kein Gift.
Obwohl, ein Gift könnte ich natürlich mal nehmen, aber guckt euch die Lakaien an hier, was die auf meine Queen rumballern. Es ist unwahrscheinlich. Die 71er Queen muss gezündet werden. Es ist unwahrscheinlich. Es ist echt. Also, wir können das nochmal machen. Diesmal mit Gift. Mal sehen, ob das was bringt, wenn wir das Ganze mit Gift machen. Um die ein bisschen zu verlangsamen. Wir gehen nochmal auf los. Also echt, ich war schon sehr, sehr überrascht, was da auf mich zukommt. Und also wie gesagt, das Ganze nochmal mit Gift jetzt getestet. Und schnell den Gift ausgewählt. Wo ist er? Da ist er. Gleich, wenn die Queen ein bisschen nach vorne geht, dann kommen die auch raus. Sind die im Gift drin? Ja, die sind im Gift drin. Man sieht das jetzt an der Verlangsamung. Und aber dennoch auch mit einer Walküre ballern die ganz gut. Also ich mache jetzt mal nichts. Und die, oh, die haben gar nicht so viel Trefferpunkte. Seht ihr das? Max Gift. Und die Queen musste jetzt nicht gezündet werden. Okay. Ja, okay. Also, mal sehen. Ich meine, wenn jetzt in einer 12er und 13er Clanburg passen da ja drei rein. Mal sehen, ob es da dann, wenn da drei auf einen zustürmen, vielleicht noch, hier war jetzt eine Walküre mit drin, vielleicht noch mit was anderem. Dann sieht das ganz anders aus. Aber naja, gar nicht mal so schlecht. Aber mal gucken, ob die jetzt auch in der Offensive was taugen hier zum Farm. Ich muss noch einen Stern machen heute. Und jetzt will ich mal schauen, dass wir auch ein bisschen was finden hier. Ich bin in Champ 1 und habe 23 Stück davon bauen können. Ich habe ja im Moment hier mit dem Account nur, was heißt nur, ich habe 280 Truppen. Nur ist gut. Und bin jetzt dabei, auch hier die Armeelager ein bisschen zu leveln. Aber mal gucken. Oh, hier steht ja eigentlich alles so ein bisschen so. Hier steht ja so ein bisschen so einfach so irgendwas so. Den nehmen wir mal mit. Mal sehen, wie das funktioniert. Eine Karre können wir später nehmen. Wir setzen die mal hier mit dem Longshot, aber nicht entgegen der Helden, sondern hier vielleicht entgegen des Bombenturms. Oh, das sieht sehr, sehr schick aus. Das sieht sehr, sehr schick aus. Und die lösen, glaube ich, auch. Ne, die lösen keine Luftfallen aus, soweit ich das gelesen habe. Das sehen wir jetzt aber sicherlich. Aber sie machen mir schon schön die Defense hier weg. Wunderbar. Die gehen natürlich auf alles. Also die gehen nicht nur auf Defensive, sondern die gehen einfach auf alles. Haben aber jetzt auf dem Level hier, haben schon ganz ordentliche Trefferpunkte. Okay, da hinten ist natürlich eine Luftabwehr. Die müsste dann vorher weg, aber alles andere kriege ich ja irgendwie so hier so rausgepirscht. Mal gerade gucken, der King. Oh, die Wardenstatue, die muss weg. Oh, die Wardenstatue muss weg. Ah, jetzt gehen die gehen auf Helden erst. Okay, die gehen erst auf den Helden, seht ihr das? Die gehen da auf den Helden. Einmal, zweimal, dreimal. Wir machen hier mal die Außendev so ein bisschen weg. So, da hinten ist auch der Tesla jetzt Geschichte. Perfekt. Ja, gar nicht mal so übel, ne? Ist gar nicht mal so übel, Leute. Stelle ich gerade mal so fest. Und wo ist denn eigentlich der dunkle Topf unserer Begierde? Ah, der steht da hinten in der Mitte. Der hat hier die meisten Sachen in eine Bohrer drin. Jetzt müssen wir auch mal gucken, ob der Scattershot dort fällt, das Schleuderkatapult, das fällt. Okay, oder fällt es nicht? Ah, knapp, knapp, knapp. Knapp, ein Schuss noch, komm. Ein Schuss noch aus der Ferne. Oder zwei, drei. Ah, da ist er weg, okay. Perfekt, und dann gehen wir mal hier mit unserer Karre, würde ich sagen, rein. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. 1,27. Ist aber nicht so schlimm. Und nehmen die jetzt mal komplett hier im Backend. Komplett im Backend rein. Ich habe jetzt natürlich... Ich habe so ein bisschen Heil dabei. Okay, wir können die auch mal heilen. Wir können die mal heilen, obwohl die gar keinen Beschuss gerade bekommen. Ne? Wir haben ja echt keinen Beschuss bekommen. Und ich habe auch ein bisschen was in der Clanburg drinnen. Kann ich mal übel. Donnerwetter. Hier nochmal ein Heil geworfen in der Mitte. Und nochmal den Wut. Und die leben immer noch. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Donnerwetter. Das hätte ich jetzt anders erwartet. Oh, da sind so ein paar Skellies. Die machen wir mal eben weg. Und die sind immer noch dabei. Die Luftabwehren schießen jetzt noch nicht. Die sind noch außerhalb der Range. Sehe ich gerade. Aber jetzt bekommen sie natürlich Feuer von der Luftabwehr. Und die sind immer noch am... Ah, die sind immer noch dabei. Die holen mir hier das ganze Dunkle. Sehr geil. Oh, nicht schlecht. Da kann ich mir gut vorstellen, damit ein bisschen zu farmen. Ich meine, sie kosten natürlich Dunkles und ich brauche Dunkles. Eigentlich hätte ich es gar nicht hier ausgeben dürfen mit dem Account. Denn der Account hier
muss den oder levelt im Moment den Gladiator und da brauche ich natürlich jeden Tropfen Dunkles, aber ich erhoffe mir hier einfach, dass der Einsatz, den ich hier habe, natürlich weniger ist, als dass ich am Ende rausbekomme, den können wir mal abbrechen. Und das sind jetzt 4,491 mit dem Bonus, den wir dabei bekommen haben, vierfach Sterne Bonus dabei und wir gucken mal, wie teuer 23 Stück sind, 1367, also ja, ein bisschen bleibt bei mir dann, es bleibt ein bisschen was bei übrig, was nicht schlecht ist. Und die kann man ja jetzt fast so schicken. Ich hatte jetzt nichts anderes dabei. Vielleicht noch irgendwas für Luft oder so oder fürs Rathaus. Aber ich bin ja ganz gut durchgekommen eigentlich. Und ich nehme mal die Belagerungsmaschine. Wir bauen die mal nach in der Schnellausbildung. Ich habe jetzt allerdings etwas andere Truppen. Beziehungsweise jetzt etwas andere Zauber. Ich habe jetzt eben irgendwie den Skelettzauber mal ausgewählt. Mal sehen, ob die Kombi vielleicht irgendwo sinnvoll etwas daherbringt. Und wir können heute ein wenig schuben hier mit dem Avatar. Denn ich glaube, der hat ein Training. Oh, ich habe ein Heldenbuch. Ich habe ein Heldenbuch, Leute. Ich kaufe immer so gerne Heldenbücher. Aber der hat so wenig Gems hier, der hat nur 7.325 und dann rutsche ich ja unter 6.000 Gems. Ach, aber der hat ein Heldenbuch. Ne? Ich kriege aber noch ein Heldenbuch hier aus dem Pass. Ein Heldenbuch bekomme ich hier unten aus dem Pass raus am Ende und weit ist er ja nicht mehr, der Gute hier. Oh, mal sehen, was wir da machen können. Ich habe mir jetzt schon einiges abgeholt und wie gesagt, vorrangig ist aber eigentlich bei mir im Moment Elex-Farm, also mit Gold mache ich im Moment die Mauern. Und Elex-Farm ist bei mir im Moment halt in ganz großer Munde. Ein Lager läuft schon mal. Ich kann noch einen Bob, beziehungsweise zwei kann ich. Ich kann noch zwei vernehmen, denn ich habe hier den hier habe ich noch da im Dorf. Das heißt also, ich könnte hier zwei und in einer Stunde dann nochmal und dann können wir ein paar Tränke einwerfen. Also es dauert doch ein bisschen länger hier. Das hat bei Thorsten gestern, ging das natürlich ratzifatzi, aber der nagt am Hungertuch. Ihr seht das hier, nur noch 13 Medaillen. Das ist nicht mehr so viel. Und auch hier in der magische Gegenstände habe ich auch nicht mehr so viel. Irgendwie mit Zauberbüchern kann man sich auch irgendwie richtig eindecken. Ne? Ich habe noch ein Zauberbuch auch jetzt im Pass. Ja. Und einen Hammer. Den Hammer wollte ich allerdings dem Helden auf Level, mal sehen, auf Level 10 vielleicht gönnen. Also dem Royal Champion. Und dann muss ich ja auch noch mit Elex den Warden leveln und. Es hört einfach nicht auf. Aber ich direkt mal kurz durchfrage mal wieder Clanburg an. Einfach so ein bisschen Farm. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Angriff. Da sind wir wieder. So, geht wieder los. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich hier in einem Clan bin, wo ich unter Umständen keine Belagerungsmaschine bekomme. Aber ich habe ja meine eigene dabei. Das passt. Spenden kann ich mir selber hier. Zumindest zum Farm, aber da bin ich auch eher nicht so, also ich muss da nicht immer eine Clanburg drin haben. Ich meine, ein paar Truppen ja, aber ich muss nicht immer eine Karre haben. Da wir die Belagerungsmaschine auch selber stellen können, auch wenn sie nicht auf so einem hohen Level ist, aber immerhin. So, wir wollen aber nochmal so ein bisschen mit den Lakaien hier was machen und, 700.000, ist aber auch ein 13er, ne? Ist aber auch ein 13er. Nehmen wir trotzdem mit. Über die Seite dort. Ah, hier unten ist ein Held, okay. Ah, gegen so einen Helden vielleicht was anderes machen. Da müssen wir mal gucken. Gegen so einen Helden müssen wir vielleicht was anderes machen. Da ist Queen, da ist Rathaus. Gewinnen müssen wir ja nicht unbedingt. Aber gerade gegen so einen Helden müssen wir vielleicht doch was anderes mal machen. Mal gucken. Der hier schon mal, dass wir hier die ersten Gebäude bekommen auf der Seite hier, dass wir hier gerade eigentlich rüber gehen können gleich. Ich habe natürlich jetzt zaubermäßig zaubermäßig grenzwertig, Toto. Sehr grenzwertig, würde ich mal so sagen. Okay, was machen wir da denn mit? Oh, der hat da eine Luftabwehr im Ausbau. Und hat aber auch Single Infernus. Da ist Multi, okay. Wir lassen uns mal noch ein paar offen hier, würde ich sagen. Wir lassen uns mal ein paar offen. Und nehmen mal noch nicht alle. Nehmen den Magier hier unten noch mit rein. Dass wir jetzt gleich den Wut wenigstens hier für das Stück Rathaus hätten. Oh, da kommt auch noch Clanburg. Alles klar, da kommt auch noch Clanburg. Wo ist denn mal kein Magierturm? Hier ist mal kein Magierturm, ne? Dann nehmen wir mal unseren Fledermaus-Zauber und
ziehen die hier auch nochmal rüber mit ihrem Longshot. Mal sehen. Ich habe jetzt natürlich keinen Fries, kein gar nichts. Aber Adler ist weg und schon mal die ein oder andere Luftabwehr. Ah, schaffen sie nicht ganz, okay. Aber der hatte auch, okay, der hatte Clanburg, aber trotzdem nicht schlecht. Trotzdem nicht schlecht. Einfach so mal Rinder, bisschen rumgespammer und dann klappt das schon mit dem Farmen hier. So lange dauern sie jetzt auch nicht. Also jetzt gerade hier im Boost sieht das ganz gut aus. Und die rocken echt nicht schlecht, mein lieber Mann. Ich wollte jetzt gerade sagen, mal gucken, wie die im CK ticken. Was man da so mitmachen kann. Auch vielleicht noch einen Lava-Hund davor setzen oder also zum Tanken der Luftabwehren und der restlichen Defensive oder ja, ein paar Ballons noch mitnehmen. Drachen, Elektrodrachen. Da gibt es sicherlich einige Kombis, Leute, die wir noch ausprobieren können. Und aber erstmal gefallen die mir zum Farmen, muss ich sagen. Exzellent hier. Ich bin richtig, richtig hyped hier auf die kleinen. Auf die kleinen Super Minis, Minions. Okay, viele Trefferpunkte haben sie jetzt nicht, gerade wenn jetzt auch der das Streukatapult dort schießt. Die waren jetzt noch ein bisschen erworben, auch dadurch haben sie ein bisschen mehr Trefferpunkte, aber nicht schlecht, oder? Wieder auf Null gefarmt hier, zumindest was das Dunkle angeht. Und auch Net Elex. Also machen wir wieder so ein bisschen. Oh, da habe ich einen Mauervernichter bekommen. Dankeschön. Gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube. Ich glaube, die Zauber sind nicht ganz so nett gewählt. Mal gucken. Oh, wir können die mal klonen. Wir könnten den mal klonen. Das machen wir beim nächsten, oder? Ne, das machen wir in dem hier. Das machen wir mal in dem hier. Da klonen wir die mal. Müssten eigentlich zwei Stücke geklont werden können. Denn 30er Klon habe ich im Moment. Mehr geht leider nicht an der Stelle. Und hier nehmen wir vielleicht doch nochmal ein Giftchen mit. Und auch den Klon. Da können wir mal ein bisschen flexibel agieren hier. Kurzer Reck, kurze Anfrage und dann machen wir einfach weiter. Okay, Freunde, wir sind wieder on top. Ich kann mir übrigens vorstellen, dass man die Lakaien vielleicht nur zum Funneln nimmt. Rechts, links irgendwie kann ich mir, ja, also ich kann es mir so ein bisschen so vorstellen. Das, was wir jetzt mal machen, wir nehmen mal hier den Magier. Dass der mal eben das erste Gebäude wegmacht. Wir wollen die ja klonen und ich möchte ja ganz gerne. Eigentlich ist ganz cool, denke ich mal, wenn wir die im Longshot klonen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ob wir die im Longshot klonen können. So, warte mal. 1, 2, 3. Klonen wir. Oh ja. Sehr nice. Sehr schick. Lohnt sich. Guckt euch das mal an, was die schon wegreißen. Ohne alles. Einfach so gesetzt. Und schon haben wir die ersten 11%. Die ersten defensiven Gebäude sind weg. Der Klon ist immer noch aktiv da unten. Müsste jetzt aber gleich weggehen. Und dann ist ja auch Geschichte. Hier können wir das schon mal mitnehmen. Alter Falter, das ist echt heftig. Ist echt heftig, Leute. Was die hier zaubern. Und ich denke, mit noch etwas anderen Kombinationen lassen die sich wirklich gut kombinieren, wenn es darum geht, irgendwo auch so eine ganze Base niederzulegen. Womöglich mit noch mit kombiniert irgendwie mit Lavahunden und mit Ballons kann ich mir jetzt mal so vorstellen. So, das nehmen wir noch damit. Und dann gehen wir hier mit Korre mal rein. Mal sehen, die Helden müssten eigentlich der Karre ein bisschen folgen. Auf da. Perfekt. Sehr schön. So, die drei nehmen wir noch dahinter. Drei habe ich gesagt. Drei nehmen wir noch dahinter. Und hier wird aber heftigst geballert. Alter Falter. Hier wird aber heftig geballert gerade. Aber es geht noch ganz gut durch hier. Meine Maschine stirbt leider jetzt auch. Da habe ich aber auch noch ein bisschen was drin. Hier haben wir noch mal den letzten Wut raus. Queen gezündet. Und dann haben wir auch diese Base nett zerlegt hier. Will ich mal so sagen. Aber der Dicke gibt da alles. Ich finde das echt cool, wenn der mit seiner Gitarre noch so den allerletzten Schwung rausholt. Das ist wirklich brutal. Oh, da lassen sie das gerade. Da lassen die noch ein Lager über. Meine Queen lässt dann Lager über. Ah, nee. Ich habe da noch kleine Bogenschützen. Die könnten da noch ranreichen. Jetzt halt nicht, den machen wir auf Null, wa? Na, das schaffen wir nicht ganz. Jetzt kriegt die Queen Beschuss und ich schaffe jetzt vielleicht noch ein Gebäudchen, aber trotzdem, ey, Hammer. Das war, okay, das war jetzt ein Rathaus 12, aber dennoch, mir fehlt ein Champion und trotzdem
haben wir die Base hier. Ach komm, das Elex, das brauche ich. Haben wir trotzdem die Base hier echt nett zerlegt. Er hatte keine Clanburg. Alles, da bin ich natürlich bei euch, aber dennoch nur mit den Minions hier und so ein bisschen Clanburg. Hier das fast das ganze Dorf mit weggefarmt. Das ist wirklich schon. Nee, ne? Nur ein Timefail. Okay, ist nur ein Timefail geworden. Mann! Alter Falter, die nehme ich auf jeden Fall weiter zum Farmen. Sind echt gut, kann ich euch wirklich nur an die Hand legen. Und ich nehme mal die Belagerungsmaschine wieder nach da. Ich habe jetzt gerade ein bisschen doof gebaut. Weil ich die ja jetzt im Moment gerade zum Farmen so ein bisschen mitnehme. Und die können wir nach wie vor so lassen. Also gar nicht mal so schlecht. Was haltet ihr von den neuen Truppen? Beziehungsweise von den neuen Super Luckys? Also ich finde jetzt zum Farmen wirklich, wirklich schick. Ich schaffe heute auf jeden Fall noch mein zweites Lager und auch noch mein drittes. Damit ohne Probleme. Und würde aber erstmal sagen, dass wir am Doppeldienstag hier Schluss machen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und fürs Interesse. Wenn euch das Ganze natürlich gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und die Glocke stellen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Vielen Dank, euer Toto. Clasht.